Herr, ich freue mich, dich zu treffen. Ich habe eine Frage. Warum hast du dem Menschen den Verstand gegeben? Er nutzt ihn nicht. Er ist unvernünftiger und grausamer als jedes Tier. Das ist nichts Neues. Darüber haben sich schon viele beklagt. Es gibt auch Gegenbeispiele. Kennst du den Faust? Der Doktor? Er ist verrückt, dieser Doktor Faust. Ja, wir sind die Theaterformation Stille Hunde. Wir machen Theater in Göttingen, im Landkreis, aber auch in ganz Deutschland und fahren manchmal auch ins Ausland. Im Moment sind wir hier in der alten Fechthalle. Das ist auch ein Geburtsort, wenn man so will, von uns, weil wir ganz am Anfang hier als Gast gespielt haben. Ja, in Göttingen sind wir schon relativ lange und wir finden in Göttingen eigentlich ganz toll, also ich finde ganz toll, dass man in Göttingen überall auf Geschichte trifft. Also nicht vordergründig, aber wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen guckt, es gibt ganz viele Sachen, die sehr geschichtsträchtig sind. Und was man in Göttingen unbedingt besuchen muss, ist die Johanneskirche. Das heißt, der Turm der Johanneskirche. Immer Samstag um 12 gibt es da eine Führung. Und dann erfährt man sehr viel auch, woher das Handy kommt. Er will alles wissen. Er liest Bücher. Er erforscht die Kräfte der Natur. Er sucht die Wahrheit. Und du weißt doch, wer die Wahrheit sucht, sucht Gott. Käme denn meine Tante zu Besuch, dann würde ich ihr sicherlich zunächst mal die Stadt zeigen. Die ist ja nicht allzu groß, also das lässt sich ganz gut erledigen in der Innenstadt, die Sehenswürdigkeiten. Und dann würde ich sie sicherlich abends mal ins Apex einladen. Und wenn denn irgendeine Veranstaltung in der alten Fechthalle wäre, sie da vielleicht auch hinführen. Er wird dich nicht finden können in den Büchern und auch nicht in der Natur. Warten wir es ab. Ich bin sicher, dass er eines Tages erkennen wird, dass ich die Antwort bin auf alle seine Fragen. Göttingen fällt auf durch sehr viele Theater. Es gibt ein studentisches Theater, es gibt ein privates Theater mit dem Jungen Theater und es gibt das Stadttheater, das Deutsche Theater und inzwischen auch ganz viele freie Gruppen. Also Göttingen ist definitiv die Theaterstadt. Einer meiner Lieblingsorte in Göttingen, der Botanische Garten. Was ich ganz toll finde, ist der Kaiser-Wilhelm-Park oben beim Bismarckturm. Den sieht man zu einem Festival jedes Jahr einmal im Sommer für 2 Tage und das ist schon ein besonderer Ort. Der Dr. Faust? Das glaube ich nicht. Darauf schließe ich eine Wette ab. Du musst mir nur erlauben, dass ich mit ihm machen darf, was ich will. Ich glaube, es ist eine Stadt für jedes Lebensalter. Also die Jugend ist ja sicherlich durch die unglaublich große Studentenschaft gut vertreten in Göttingen. Die sind ja sichtbar an jeder Ecke, fast in jedem Lokal. Also ich finde, Göttingen macht auf den Erstbesucher einen sehr, sehr jungen Eindruck. Und dann lernt man die Stadt kennen und weiß, nein, es ist eine Stadt, in der sich doch alle wohlfühlen können. Man trifft hier viele Menschen, die von überall in der Welt kommen. Man hört alle Sprachen, die es auf der Welt gibt in Göttingen. Das ist schon toll. Also es ist schon sehr international hier. Ja, es ist wirklich die kleine Stadt der großen Geister. Man sieht es tatsächlich bei jedem Schritt und Tritt. Und auch die Fechthalle ist in der Geiststraße. Ein Mensch, der sich einmal für das Gute entschieden hat, lässt sich durch niemanden vom richtigen Weg abbringen. Danke, Herr. Diese Wette werde ich gewinnen.